Ich bleib hier ganz brav stehen. So machen wir das. Hier vorne. Oh, ihr fangt schon mal gleich an. Okay, deine Frage an den Willi. Ja, was essen sie eigentlich? Die Inder. Also die Inder, was essen die? Also die meisten sind Vegetarier. Es wird ganz wenig Fleisch gegessen. Ich habe dort auch kein Fleisch gegessen, weil, wenn du in einem Glauben bist, dass du an die Wiedergeburt denkst, könnte es natürlich auch sein, dass du als Huhn geboren wirst. Und wenn du ein Huhn isst, dann denkst du, naja, ich will jetzt nicht meine Großmutter essen, die als Huhn wiedergeboren wurde. Und deswegen sind ganz, ganz viele Vegetarier. Okay. Und das Essen ist unglaublich gut, was ich jedenfalls bekommen habe. Wie war das eigentlich, als Sie das erste Mal reingeguckt haben? Wie haben Sie sich da gefühlt, als Sie die Kinder als erstes Mal arbeiten haben, in echt? Also ich war da schon, vielen Dank für deine Frage und vielen Dank, dass du sie zu mir sagst. Das bin ich ja gar nicht gewohnt, Mensch. Nein. Also das war schon auch ein Schrecken für mich, muss ich sagen, weil du kommst da rein, was sich in dem Film nicht so transportiert. Es ist wirklich ein beißender Geruch und wirklich so, dass einem das Atmen schwerfällt und man denkt sich, wenn ich den ganzen Tag in diesem Zimmer sitzen würde, wo es von diesem geschmolzenen Glas so stinkt, die Kinder, die sind benebelt davon, wenn dann mittags die Pause ist, die haben überhaupt keinen Hunger, weil die einfach, ja, ich lege mich dann hin und schlafe, die sind einfach K.O. und das hat mich ganz schön traurig gemacht. Das hat mich richtig traurig gemacht, muss ich sagen. Okay, hier noch eine Frage aus der ersten Reihe. Hast du eigentlich erwartet auf dem Flug, dass du dann so etwas Berührendes erleben würdest? Nein, also ich habe, ich versuche immer sehr offen loszugehen, wenn ich dann schon sehr viel erwarte und sage, ich erwarte schon, dass ich ein Kind sehe, das mir etwas erzählt, dann habe ich vielleicht auch selbst als Reporter nicht mehr die Offenheit, überhaupt was zu fragen. Und von daher war ich dann auch relativ geschockt, kann man sagen, dass ich das erlebt habe. Ja. Wir sind jetzt hier oben rechts, also von dir links, Willi, hier. Haben Sie auch andere Kinder gesehen? Halt, und hat es auch für Sie mitgerissen? Ja, also ich habe es ja am Anfang vom Film gesagt, es gibt 60 Millionen, man geht davon aus, es gibt 60 Millionen Kinder in Indien allein, die arbeiten. Und wenn man überlegt, wir in Deutschland, wir sind ungefähr 80 Millionen Menschen insgesamt, das wäre so fast, als ob ganz Deutschland nur aus Kindern bestehen würde und alle würden arbeiten. Deswegen sieht man sie tatsächlich überall. Manche arbeiten auch, also sagen wir es mal so, es ist nicht auf den ersten Blick sichtbar. Wir sind ja ziemlich tief in diesen Slum reingegangen, um dann in irgendwelchen Hintertüren die Kinder zu finden, die diese Glasringe schmelzen. Und auf der Straße sieht man viele Erwachsene, die holen diese Ringe auf großen Karren und schieben die aus der Fabrik raus und bringen die dann durch die kleinen Gassen in die Slums, wo dann die Kinder arbeiten. Und die Leute, die die Fabrik betreiben, die Chefs in der Fabrik sagen, ja, nee, Moment, wir machen keine Kinderarbeit. Wir haben ja hier unsere Fabrik, da machen wir die Ringe, da arbeiten auch nur Erwachsene. Und dadurch, dass Erwachsene dann die Ringe, die offenen, noch offenen Ringe nach Hause bringen, sehen die aus der Fabrik auch nicht, wo die hingehen. Und die Kinder schmelzen sie dann zusammen. Also ich glaube, wenn die Fabrikbesitzer sich interessieren würden, die würden schon herausfinden, dass Kinder dahinter stecken. Hier sind wir mit der nächsten Frage. Wie warm schätzt du, war es da? No, sag's bitte noch einmal. Wie warm schätzt du, war es da? Wie warm es war? Also ungefähr so wie hier im Kinosaal. Ich habe ja deswegen auch die gleichen Sachen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass ich die gleichen Sachen, weil ich gedacht habe, dann erkennt ihr mich wenigstens, dass das doch der Mann aus dem Film ist mit diesem gleichen Hemd. Und so war das ganz gut ertragbar. War so 25 Grad ungefähr. So, wir sind ganz hier oben. Deine Frage bitte. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, diese Filme zu drehen? Also, ich bin ja sehr dankbar, dass mich eines Tages das Kindermissionswerk, das Hilfswerk, das hinter euch Sternsingern steht, bei mir angerufen hat und gesagt hat, Willi, hättest du nicht Lust für uns
ins Ausland zu fahren und Kinder zu besuchen und zu filmen, für die ihr Sternsinger unterwegs seid und Geld sammelt. Und das habe ich gerne gemacht, weil ich selbst auch mal ein Sternsinger war, so wie ihr. Und ja, daraus hat sich jetzt eine tolle Aufgabe ergeben, für die ich mich auch ganz herzlich bedanke, dass mich das Kindermissionswerk und die Sternsinger jedes Jahr wieder aufs Neue in die Welt rausschicken, damit ich, ja, es ist für mich ist es ein Geschenk und ich gebe diesen Film auch gerne als Geschenk an euch, weil mir macht es Spaß. Ich war so ein Sternsinger, der früher einfach mitgegangen ist, dann seinen Spruch aufgesagt hat und ja, und vor allem auf die Süßigkeiten geschaut hat. Und habe dann gedacht, okay, ja, wir sammeln doch irgendwie Geld, das kriegt der Pfarrer oder so. Mir war gar nicht bewusst, dass wir da was Großartiges bewegen können. Und habe mich jetzt unglaublich gefreut, als in den letzten Monaten auch mal bekannt wurde, dass die Sternsinger in ihrer ganzen Geschichte bis jetzt über 1 Milliarde Euro gesammelt haben. Und einen großen Anteil daran habt natürlich ihr. Das seid ihr. Ja, wunderbar. Ist eine genau, an der Aktion. Stelle könnt ihr euch mal selber ganz großen Applaus geben. Toll. Seit 1959 habt ihr zusammen 1 Milliarde Euro gesammelt. Das ist toll. Also, ich bin hier oben, Willi. Hier gibt es noch eine Frage. Und zwar? Wie hast du dich eigentlich gefühlt, als du diese ganzen Kinder auch so in den Häusern und auch draußen arbeiten gesehen hast? Da waren ja in dem Film auch überall Kinder. Es gab ja nicht nur diese drei. Also, ich kann mein Gefühl ungefähr so beschreiben, wir haben versucht, diesen Film an meinen Gefühlen auch so entlang laufen zu lassen. Und du hast die Musik gehört, die war ganz schön traurig. Und ich war da auch traurig. Und es gibt jetzt einige Erwachsene hier. Ich bin selbst auch Vater und habe Kinder. Und wenn man das dann so als Papa sieht und sich denkt, oh Gott, wenn das mein Kind wäre, dann tut es einem ganz schön weh im Herzen. Und auf der anderen Seite, auch wenn viele Momente in dem Film traurig sind, möchte ich euch nicht nur traurig machen, sondern möchte euch auch sagen, ja, also wir können was tun. Wir können diesen Kindern tatsächlich helfen. So, wir sind wieder hier oben und haben auch noch eine neue Frage. Haben Sie denn auch Kinder gesehen, die nicht arbeiten mussten? Ja, ich habe auch, ganz am Anfang hast du zum Beispiel einen Jungen gesehen, den ich so gegrüßt habe, der gerade mit dem Schulranzen unterwegs war zur Schule. Es gibt, wenn 1,3 Milliarden Menschen leben in diesem unglaublich großen Land auch und es wuselt. Man ist nie allein. Sobald du die Tür aufmachst und auf der Straße bist, es sind Tausende, Zehntausende Menschen unterwegs. Es fühlt sich immer so an, als ob gerade der HSV ein Spiel gewonnen hat und alle auf den Straßen unterwegs sind. Also so ist es immer in Indien. So habe ich es erlebt. Willi, kommst du mal mit mir mit? Wir haben nämlich noch eine Premiere. Wir haben die erste Frage aus dem Internet. Wo muss ich den Willi hinstellen? Da? Oder soll der mitkommen? Komm. Also, eine Frage aus dem Internet. Ja, aus dem Internet? Aus dem Internet. Was ist denn das Internet? Ganz live. Guck mal hier. Da sind wir. Hallo. Was und die Martina liest jetzt die Frage vor. Hier fragt jemand, warum hat Willi gerade diese Kinder getroffen und wovon hing das ab? Ja, die fiesen Fragen werden natürlich über das Internet gefragt. Das ist natürlich, keine Ahnung, nächste Frage. Nein, ich gebe mir Mühe, diese Frage zu beantworten. Unser Regisseur des Films, Markus Kaplitz, und ein Mitarbeiter von den Sternsingern, der Sebastian, die sind vorher schon nach Indien gereist und haben sich umgeschaut, welches Kind kommt da in Frage und oder welche Kinder, und da haben wir eine Vorauswahl getroffen. Wir haben einige interviewt und ja, mit denen haben die Gespräche am besten funktioniert. Man muss noch eins dazu sagen, wir sind da einfach als Touristen reingereist nach Indien, weil wir uns bewusst waren, dass wir jetzt offiziell nicht dort ankommen und sagen, super, ihr habt ja hier in Indien ein Problem und wir wollen den Sternsingern das näher bringen, sondern wir haben uns einfach in das Land ganz normal begeben und sind ganz normal rumgereist und haben unsere Fragen gestellt. Und da sind diese Begegnungen entstanden.
Kommt noch eine Frage aus diesem magischen, wie heißt das nochmal? Internet. Ach, Internet, ja. Ach, ich weiß Internet. Nicht, wir haben hier ja auch noch ganz viele, ja. Die im Internet kriegen das ja mit. Komm, oh, das war jetzt aber aufregend. Das war sehr aufregend, also, oder? Oh, Premiere, ja. Gut. Du darfst dich da wieder... Also wenn ihr jetzt zu Hause natürlich auch Fragen habt, dann schreibt schnell eine und die wird dann auch hoffentlich beantwortet von mir. Genau, super. So lange machen wir das noch hier und du hast auch eine Frage. Gibt es in Indien auch Strom? Ja, also... Man muss sich das so vorstellen, eigentlich ist Indien ein Land, in dem auch ganz, ganz viele reiche Menschen leben. Und, aber es gibt auch viele arme Menschen. Und dort auf dem Land, jetzt gerade zum Schluss bei der Salma, da war das mit dem Strom ein Problem. Ein größeres Problem war fast noch das mit dem Wasser. Ihr habt gesehen, als der Bruder von der Salma so die Fäden von dem Teppich aufgemacht hat und so rausgeguckt hat und gelacht hat, als die Mama sagte, vielleicht kann mein Sohn irgendwann einen Kiosk eröffnen, hat er so gelbe Zähne. Das hat damit zu tun, dass das Wasser, was die zu trinken bekommen, das ist ja einfach nicht so gut und über die Jahre hinweg verfärben sich dann die Zähne. Und die haben sehr vielfältige Probleme, ja. So, wir sind hier oben ganz im Eckchen links. Deine Frage bitte. Also ich wollte fragen, wie lange waren Sie da und wo haben Sie dann geschlafen? Weil da gibt es ja auch, also die Ecken sehen ja nicht so teilweise auch verschmutzt aus. Gab es da dann ein Hotel oder sowas in der Art? Ich als Fernsehstar hatte natürlich die Präsidenten-Suite mit Whirlpool. Nein. Also wir sind da in eine Stadt gefahren und in dieser Stadt gab es nur ein einziges Hotel und es war halt eine Fabrikstadt. Da steht eine Fabrik neben der anderen, da wird sehr, sehr viel gearbeitet. Es ist eine schmutzige Stadt gewesen und ich konnte nicht so richtig rausschauen. Im Erdgeschoss hat man unter eine Brücke geschaut, im ersten Stock hat man auf die Brücke geschaut, also auf den Betonrand. Im zweiten Stock hat man dann geguckt, wie der Verkehr läuft und ich hatte ein Zimmer, was mitten im Hotel war. Das heißt, ich hatte überhaupt kein Fenster und es war das einzige Hotel, was es da überhaupt gab und das war relativ simpel, also sehr, sehr einfach gehalten. Okay, die nächste Frage hier mitten aus dem Publikum. Wie hast du dich gefühlt, als du den Jungen mit der Schultasche gesehen hast? Gut. Einfach nur, weil ich da gerade so ankam und noch so ein bisschen, vielleicht auch, wenn man im neuen Land ist, schaut man sich erstmal um, ist alles neu und wenn dann einer rein lächelt ins Auto, dann denkt man, ah super, man ist willkommen, das ist ein gutes Gefühl. So, wir sind hier wieder ganz in der Mitte mit einer neuen Frage. Waren Sie auch in der staatlichen Schule? Nein, war ich nicht. Ich habe noch eine andere Schule besucht, die auch durch die Sternsinger überhaupt möglich gemacht wird, wo Kinder hingehen können. Und es war auch eine sehr, sehr einfache Schule, muss ich sagen. Okay, nochmal hier. Könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie ein Kind wären, ob Sie so arbeiten würden? Ja, ich will es mir gar nicht vorstellen, muss ich sagen. Ich wünsche mir eigentlich lieber, oder wenn ich meine eigene Kindheit anschaue, bin ich dankbar dafür, dass ich zwar meine Hausaufgaben gemacht habe und wahrscheinlich auch mehr schlecht als recht zu Hause mitgeholfen habe, einfach viel spielen konnte. Und das brauchen wir Kinder einfach. Ich wollte fragen, konnten Sie sich in Indien auch duschen und waschen? Ja, danke, dass du mich gefragt hast. Ich hatte da tatsächlich eine Dusche in meinem Hotelzimmer und da kam auch Wasser raus, muss ich sagen. Ich meine, Menschen, die da waren, die Kinder, die arbeiten mussten. Ja, also die holen sich Wasser von einem Brunnen und ich habe es nicht beobachtet, aber ich habe es gesehen, dass sie sich das Wasser holen und ich nehme an, dass sie sich dann auch waschen. Weil ich habe gesehen, wie ein Baby gewaschen worden ist in so einem kleinen Waschtrog. Also nur, du hast doch gesehen, das Wasser holt man sich vom Brunnen und dann gab es die Kanalisation. Das war das Bild ganz am Anfang, wo das Schwein durchgelaufen ist, weil überall lief so eine Rinne durch und da lief wirklich alles durch, was man auch nicht sehen will.
Okay, die nächste Frage hier oben, guck mal. Bitte schön. Was war dein Lieblingsgericht in Indien? Na, gleich zwei auf einmal, verstehst du? Hoffentlich ist jetzt jemand aus Indien da. Also das war auf jeden Fall was mit Spinat und da ist Käse drin und das andere, also es gab immer viel Reis und dann Dal, das war so ein mit Linsen ein Gericht. Und ich habe deswegen auch vegetarisch gegessen, weil der Mitarbeiter von den Sternsingern, der hat auf der Vorreise nämlich einmal Fleisch gegessen und war dann zwei Tage krank und hat gesagt, bitte tu mir den Gefallen, iss kein Fleisch. Hier oben links sind wir mit der nächsten Frage. Welches der Kinder mochtest du am liebsten? Also ich fand, dadurch, dass alle drei mir so die Tür aufgemacht haben, dass ich mal bei denen ins Haus schauen konnte, war das total schön. Ich habe dann gemerkt, ich will die gar nicht so ins Herz schließen, weil es mir dann auch wieder leid tut, dass ich nur mit meiner Kamera vorbeikomme, fünf Fragen stelle und sage, boah, ich habe dich so lieb, aber tschüss, ich gehe jetzt wieder weg. Und das vielleicht... Ja, mache ich da mich als Reporter auch ein bisschen härter, um dann wieder den Abschied besser machen, zu bewerkstelligen, dass ich da wegkomme. Und man sitzt dann zum Schluss im Flugzeug und fliegt zurück ins schöne Deutschland und denkt sich, Mist, lasse ich die Kinder jetzt eigentlich da im Stich? Und dann ist es doch wieder gut, dass wir diesen Film machen, weil durch den Film habe ich das Gefühl, dass ich auch das Problem der Kinder zu uns und zu euch hierher tragen kann und euch motivieren kann, weil ich euch sagen möchte, wir können was dagegen tun. Ja. Ganz oben in der Mitte sind wir. Wie lange waren Sie in Indien? Ich glaube, so ungefähr 2 Wochen. Ja, Pi mal Daumen, 2 Wochen. Und ich musste dann vorreisen, ich musste zuerst zurück, ich musste irgendwie 2 Tage vor meinem Team zurück und bin dann mit so einem Dreirad-Rikscha irgendwie zum Bahnhof und musste dann nach Neu-Delhi und dann hielt der Zug aber an einem falschen Bahnhof an und dann musste ich dann quer durch Neu-Delhi, das ist eine riesige Stadt, nachts um 12 mit so einem Dreirad-Taxi fahren und ich bin zurückgekommen. Also. Hier oben links sind wir mit der nächsten Frage. Warum haben nur die Mädchen diese Tücher getragen auf dem Kopf? Ja, aber das ist so ein bisschen wie bei uns, dass unsere Mädchen ja auch gerne oder mehr oder weniger gerne, je nachdem wie sie drauf sind, einen Rock oder ein Kleid tragen und die Jungs tragen dann eine Hose. Das ist so der Unterschied. Wir sind oben rechts. Hatten die Kinder auch andere Arbeiten, außer diese Teppiche machen und Glasringe zusammenschmelzen. Also die Kinder werden eigentlich in allen Bereichen eingesetzt. Wir hatten am Anfang ein ganz kurzes Beispiel dafür, dass sie auch in einem Steinbruch arbeiten, vor allem Jungs, die dann wirklich Steine klopfen, um daraus zum Beispiel Kopfsteinpflaster zu machen. Das sind dann noch härtere Arbeitsbedingungen. Die Kinder werden eigentlich in allen möglichen Bereichen eingesetzt. Es war ja unser Glück, dass wir überhaupt diese Kinder finden konnten, weil vieles passiert einfach hinter verschlossenen Türen und Mauern und die werden bewacht und da kommt man nicht so einfach hin. Deswegen haben wir uns oft wie so Geheimagenten gefühlt, die jetzt ganz schnell etwas drehen, um ein Problem zu zeigen, was eigentlich vor den Augen der Menschheit versteckt werden soll. Wir sind hier ganz oben in der allerletzten Reihe mit der nächsten Frage. Sind deine Kinder auch Sternsinger? Also die Kleine, die ist erst 7 Wochen alt, also die noch nicht. Die andere, die ist 2,5, die ist auch noch zu klein und die Große, die ist jetzt gerade zur Kommunion gegangen und die will dieses Jahr dabei sein, zum ersten Mal. Okay, wir sind hier, Willi, guck mal, hier links, rechts von dir. Ich glaube, es kommen gleich 2 Fragen von Jonas. Hattest du Angst, dass du von den Gerüchen da in den Häusern auch krank wirst? Ja. Okay, aber die andere Frage ist noch viel spannender. Pass auf, die darfst du auch schon stellen. Weißt du noch, wie das war? Mhm. Wissen die Kinder da in Indien auch, dass wir ihnen helfen?
ich habe ihnen das erzählt. Und das war auch für mich überhaupt die Möglichkeit, dann zu drehen. Weil wenn jetzt nur irgendein ein europäisches Kamerateam kommt, sagt, hey, können wir mal drehen, wie ihr da arbeitet. Was haben wir davon, fragen die natürlich. Und als ich erzählen konnte, dass hier in Deutschland es eine große, wenn nicht sogar die größte Aktion es gibt, wo Kinder sich für andere Kinder stark machen, war das für mich einfach so eine Art Türöffner, dass ich gesagt habe, ich bin im Auftrag der Sternsinger unterwegs. Also die kannten die Sternsinger nicht, aber ich habe ihnen erklärt, was ihr macht und dass ihnen dadurch auch geholfen wird. Wir sind jetzt hier wieder in der Mitte, ein bisschen weiter unten mit der nächsten Frage. Hast du da auch eine Frau gesehen, die du vielleicht irgendwie hübsch gefunden hast? Sprich, hast du dich verliebt? Schönen Gruß an Magdalena, ist ja live. Das ist seine Frau. Dadurch, dass diese Veranstaltung jetzt hier auch noch live ins Internet übertragen wird und die Gefahr läuft und besteht, dass meine Frau zuschaut, kann ich mich nicht dazu äußern. Okay, gleiche Reihe, ein Stückchen weiter rechts. Wie haben die dich verstanden und die anderen? Ah ja, gute Frage, weil es ist ja komisch, dass ich da einfach eine deutsche Frage stelle und dann antwortet jemand auf einer ganz anderen Sprache. Ich hatte eine Übersetzerin bei mir und ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn ich jetzt ein Gespräch führe mit jemandem und zum Beispiel mit dem Kind da bin, hat sich die Übersetzerin direkt hinter mich gesetzt oder gekniet, dass die wirklich direkt hinter mir war. Und wenn ich jetzt eine Frage stelle wie alt bist du denn, sagt dann direkt die Übersetzerin, die sowohl Deutsch als auch die Hindi-Sprache konnte dann direkt die Frage stellen und dann habe ich die Antwort so bekommen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das war ein schöner Fluss. Hier außen, guck mal. Oder bin ich überhaupt dran? Ja, ne? Ich bin dran. Nö, dann mach du doch erst, Jessica. Gibt es in Indien Süßwasser? Ja. Ja. Das gibt es. Aber es wird, die haben tatsächlich ein Problem mit dem Süßwasser, mit dem Trinkwasser, weil es, die graben immer tiefere Brunnen und ich kann es nicht genau beschildern, aber es gibt Süßwasser. Wer reich ist, führt ein gutes Leben, ein sehr gutes Leben. Wer arm ist, der hat ein echtes Problem. Hier ist noch eine Frage zu dem, was es da gibt oder nicht. Hier ganz außen sind wir, hier unten, genau, wunderbar. Gab es eigentlich in ein paar Häusern WLAN? Kommen wir mal das zu den wichtigen Dingen. Ja, also das ist natürlich, die Inder sind ja, was die Computer betrifft, eigentlich ein sehr fortschrittliches Volk. Im Hotel gab es ein super WLAN, aber ich hatte bei der Arbeit bzw. beim Drehen kein Handy dabei. Deswegen kann ich es nicht sagen. So, wir sind hier vorne, direkt in der ersten Reihe mit der nächsten Frage. Also Sie haben uns ja schon erzählt, dass Sie es sehr traurig fanden und aufregend. Da aber, was hat Ihre Kamerateam gesagt? Ich muss dir so vorstellen, mein Kamerateam, das ist das ganze Jahr unterwegs und dreht Filme. Und da geht es nicht immer um so dramatische Geschichten. Und von daher waren wir eigentlich ganz dankbar, so ein Thema zu drehen, weil wir durch die Medien das verbreiten können. Und das Kamerateam, wir saßen abends zusammen und haben uns in die Augen geschaut und gesagt, was für ein Mist, in dem wir hier unterwegs sind. Das hat uns auch geschockt. Und auf der anderen Seite hat mir das Gefühl, dass wir durch den Film und vor allem dann, dass wir ihn an euch weiterleiten können, ja, unserer Welt einen kleinen Schwung geben können, dass sie sich ein bisschen fröhlicher durch die Welt dreht. Weil wenn es euch gelingt, Geld zu sammeln, das den Kindern hilft, dann sind die Kinder glücklicher und die ganze Welt ist glücklicher. Aber das ganze Team war immer auch irgendwie sehr niedergeschlagen zwischendurch. So, jetzt habe ich hier eine Frage, die stelle ich mir auch schon die ganze Zeit. Wir sind hier außen. Wenn es da ja auch reiche Leute gibt, warum spenden denn die reichen Leute in Indien nicht den armen Leuten auch etwas? Super, danke. Ja, also ich habe leider nicht so viele Reiche kennengelernt. Die hätte ich eigentlich fragen können. Und ich glaube, dass da auch viel passiert, dass die das auch tun. Auf der anderen Seite haben wir hier die gezeichneten Männchen gesehen, wo es um das Kastensystem
geht. Und ich glaube, dass das auch so wie ich das erfahren habe, ein Problem ist im Hinduismus. Bei uns, bei den Christen, da sagt man, oh, schau mal, da ist ein Armer. Was hat der Jesus gesagt? Du musst den Armen helfen und so weiter. Dann sagen wir jetzt Nächstenliebe, wir helfen diesem Menschen, dem es nicht so gut geht. Und im Hinduismus gibt es einfach so diese Grenzen, wo du sagst, Moment mal, man weiß ja nicht genau, wenn der so arm ist, war das vielleicht im vorherigen Leben, weil die an die Wiedergeburt glauben, ein Halotri, ein Halunke, ein Verbrecher oder was auch immer, dann geschieht ihm das Recht, jetzt brauche ich mich gar nicht für ihn interessieren, zumal er mich vielleicht auch beschmutzen würde, dadurch, dass ich mit ihm Kontakt habe. Diese Grenze gibt es, oder diese Engstirnigkeit gibt es. Ich will das gar nicht verurteilen, das steht mir gar nicht zu. Zumal, wenn man ins Christentum schaut, ist es jetzt auch nicht so, dass wir allen Armen helfen können. Also wir versuchen es, aber immerhin, wir versuchen es dann, ja. Wir sind nochmal hier ganz vorne mit einer Frage. Gab es in den Armenvierteln auch Toiletten? Die meisten gehen einfach in diese Rinne, die ihr gesehen habt. Aber es gibt auch so kleine Häuschen, aber ja, die kann ich schwer beschreiben. Also man ist da froh, wenn man wieder rauskommt. Aber die meisten Leute stellen sich einfach kurz an die Rinne und hocken sich da drüber oder stellen sich hin, je nachdem, ob sie ein Mann oder eine Frau sind. Okay, wir sind so langsam bei den letzten Fragen. Ja, das merke ich. Die Themen werden immer interessanter. So viele. Mann. Haben Sie auch gesehen, ob Frauen eingekauft haben? Weil meine Mutter war mal in Indien und da hat sie nur gesagt, dass nur Männer da handeln und so. Wenn du es jetzt so sagst, nee, ich habe ich sowohl als auch gesehen, würde ich sagen. Also, aber es gibt da schon. Wir haben jetzt zum Beispiel, als wir die Salma besucht haben, da war ja nur ihre Mutter da, dann haben wir die Frauengruppe gesehen, haben die Salma in der Mädchenklasse gesehen, da haben wir den Vater außen vor gelassen. Das hat damit zu tun, dass ganz viele Väter auch einfach irgendwo anders sind und arbeiten, keine Ahnung, im Straßenbau oder wo es halt Arbeit gibt, und die schicken dann das Geld oder kommen halt alle 2-3 Wochen mal nach Hause und geben Geld ab, damit die Familie wieder was hat. Wir sind hier oben links. Ich habe eine Frage an Sie. Die Bürgermeister oder die Präsidenten, was machen die denn die ganze Zeit, dass die da hungern müssen und die dann da also jetzt das Geld da abzocken? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist eine sehr gute Frage. Und es gibt viele Länder, und vielleicht gehört Indien auch dazu, wo das Geld schon vorhanden ist. Und wo eigentlich ein Reichtum im Land ist, nur ist es einfach ungerecht verteilt. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ich bin nur der Willi. Hör mal, nur der Willi. Hier oben ist noch eine Frage. Gab es da Straßenregeln? Ja. Es gab auch Ampeln, aber das war völlig egal. Also man fährt einfach dahin, wo man muss, und egal wann, man fährt dann, wenn frei ist. Ob es grün, rot, gelb ist, ob es eine Einbahnstraße ist, das ist alles egal. Man fährt einfach dahin, wo man hin will. Und man muss halt eine gute Hupe haben. Man ist immer am Hupen. Das war echt abenteuerlich, muss ich sagen. Es gibt noch so viele. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel erlebt habe, wenn ihr mich so viel fragt. Ja. Wir sind hier nochmal auf der linken Seite. Ja. Wir haben auch noch eine Frage. Ich wollte fragen, ob es den Jungs in Indien besser ging als den Mädchen. Also ich kann es, generell sagt man ja. Generell kann man es wahrscheinlich so beantworten, dadurch, dass die Jungs ein bisschen mehr Unterstützung erfahren als die Mädchen. Auf der anderen Seite, wenn du als Junge in einer richtig armen Familie bist, dann bist du auch genauso arm wie deine Schwester. Und dann sitzt du im gleichen Schlamassel. Wir haben ja auch in dem Dorf, wo die Teppichknüpfer waren, hatten wir dieses Bild drin, wo auch viele Jungs dran saßen, die Teppiche geknüpft haben. Von daher kann man trotzdem aber sagen, dass die Jungs, es gibt dann so entscheidende Momente im Leben wie Hochzeit oder sowas, wo vielleicht dann über die Mädchen einfach entschieden wird, wo du gesagt,
bekommst, du heiratest den, das ist gut und der Junge kann sich vielleicht eine Frau aussuchen. Also das, da hat vielleicht dann ein Junge Vorteile später mal. Es gibt noch total viele Fragen, Willi, aber... Noch eine. Eine willst du noch? Eine aus dem Internet. Haben wir noch eine aus dem Internet? Achso, es gab Fragen, die wurden schon im Film... Im Film schon beantwortet. Film. Ah, wie toll, super, ja. Oder? Also, du möchtest noch eine Frage gestellt kriegen. Jessica, du darfst noch mal springen. Bitte, bitte, bitte. Hier aus der Mitte. Hatten eigentlich alle ein Haus? Nein. Also, das Hotel, von dem ich eben erzählt habe, wo ich geschlafen habe, das war gegenüber von einer Brücke. Und unter dieser Brücke haben ganz viele Menschen geschlafen. Und... Wenn es dann hell wurde morgens, dann haben die ihre Plastikplanen und so weiter weggeräumt und dann hat da wieder anderes Leben stattgefunden. Es war mitten in der Stadt, da sind Schweine rumgelaufen, Hühner, Kühe, alles, Motorräder, Wahnsinn. Es ist ein absolutes Kuddelmuddel. Ich glaube, das hat man auch so ein bisschen im Film gesehen. Ne? Ich weiß, ihr seid total neugierig, aber wir schaffen das nicht. Ihr könnt eure Arme jetzt runternehmen und wir danken euch ganz, 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 ganz herzlich für die super schlauen Fragen. Darf ich noch eine Frage stellen? Du, hast du dich denn gemeldet vorher? Okay, dann darfst du jetzt deine Frage stellen. Ist es jetzt so, weil wir haben jetzt sehr ernst miteinander geredet, das ist auch ein ernstes Thema und es macht euch natürlich vielleicht auch besonders betroffen, weil es ebenfalls Kinder sind, die so alt sind wie ihr. Ist es jetzt aber so, dass euch der Film so runterzieht, dass ihr sagt, puh, Mist? Oder steckt da auch was drin, wo ihr sagt, ah, das motiviert mich auch, das gibt mir auch eine Kraft und ich ziehe da auch was raus und weiß jetzt, wofür ich an Weihnachten beziehungsweise um den 6. Januar unterwegs bin. Sprich, du willst wieder, dass die Hände nach oben, ne? Ja, also wen hat der Film motiviert und er wird nie wieder in seinem Moment. Wen hat der Film frustriert? Der ist total traurig und ihr werdet nie wieder Sternsinger sein. Wie ist das umgekehrt? Seid ihr jetzt ganz doll motiviert und wollt euch für die Kinder einsetzen, die da in dem Film gezeigt wurden und nächstes Jahr und dieses Jahr und überhaupt seid ihr immer wieder Sternsinger? Das geht doch lauter! Ja!